Da saß neulich eine junge Frau mir im Abteil gegenüber, die ihren ganzen Essensmüll am Platz zurückließ. Und dann fragte ich sie, warum sie ihren Müll nicht mitnimmt. Dann bekam ich die freche Antwort, weil sie keinen Platz in ihrer Tasche mehr hat. Ja, so nach dem Motto, es wird schon einer kommen, der den Müll wegmacht. Ja, im Kino, ne, da kennen wir es ja auch, da ist das ja ähnlich. Plastik verrottet ja auch nicht, ja. Das bleibt an der Oberfläche so, als wollte es uns sagen, ihr habt da eine rote Linie überschritten. Seien wir doch ehrlich, ohne diese Bilder würden wir doch so weitermachen wie bisher. Sie sind eh schon spät dran, müssen los, blockiert ein Lieferant die Straße. Sie kommen nicht weiter, es hat sich schon eine Schlange gebildet. Und dann kommt auch noch ein schlecht gelaunter Radfahrer an Ihnen vorbei, pöbelt Sie an, weil Sie ihm nicht genug Platz gelassen haben. Warum ist der schlecht gelaunt? Weil er vielleicht von einem anderen Autofahrer zuvor gerade geschnitten wurde. Das Konzept, mit dem Auto am besten bis vor die Tür zu fahren, das funktioniert eben in Ballungszentren, in den Stoßzeiten nicht mehr. Und deshalb probieren ja die internationalen Großstädte alle möglichen Konzepte aus, wie man den Verkehr aus den Innenstädten rausbekommt. London beispielsweise hat eine City-Maut und seit kurzem auch eine Umweltmaut. Da zahlen Sie dann, wenn Sie in bestimmte Zonen wollen, bis zu 22 Pfund pro Tag. Oder Singapur, die deckeln die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge. Mehr dürfen nicht rein. Stockholm erhöht die Parkgebühren in der Innenstadt, dass es richtig wehtut. Bei mir haben die neuen Radwege dazu geführt, dass ich immer öfter mit dem Rad gefahren bin. Ich bewege mich mehr, ich bin mehr an der frischen Luft und was so genial ist, ich komme ruckzuck von A nach B. Es gibt unzählige Flächen, wo man die urbanen Betonwüsten aufbrechen könnte und Wissenschaftler empfehlen es, wir sollten uns viele kleine Bullabüs in die Städte holen. Jetzt ist der Fluss wieder da. Ein Kühlkörper in der aufgeheizten City, ein Naherholungsort für die Menschen. Wenn man im Hinterkopf hat, dass die Anzahl der Hitzetage in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat und aufgrund des Klimawandels weiter zunehmen wird, dann sind wachsende Städte gut beraten, sich solche Kühlkörper anzulegen. Autonome Fahrzeuge spielen beim Energieverbrauch in einer ganz anderen Liga. Die gleichen also nun permanent die Daten mit ihren Karten ab. Ja, die messen Abstand, Geschwindigkeit, hast du nicht gesehen. Der Chiphersteller Intel spricht von 4000 Gigabyte pro Tag für ein autonomes Fahrzeug. Das heißt, 1 Million autonomer Fahrzeuge würden dieselbe Datenmenge erzeugen wie derzeit 3 Milliarden Menschen weltweit. Dann wird es umso wichtiger, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Energie erzeugen, dass wir sie möglichst nachhaltig erzeugen. Und es gibt viele Lösungen. Grüner Wasserstoff, da steckt ein Riesenpotenzial drin. Was ist denn mit der Abwärme in den Rechenzentren? Warum nutzen wir diese kostenlose Wärme nicht? Wenn wir uns diesen Lebensstil weiterhin leisten wollen, dann müssen wir eben auch für die Folgen aufkommen. Verantwortung zu übernehmen, das gehört eben auch zu einer Demokratie dazu. Werden Roboter und Algorithmen uns die Jobs wegnehmen, ist ja eine häufig gestellte Frage. Und die Antwort ist ja klar, natürlich werden sie uns Jobs wegnehmen. Es werden die Jobs wegfallen, wo der Computer, der Algorithmus, die Maschine besser ist als der Mensch. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, oder die entscheidenden zwei Fragen sind, wie reagiert denn der Arbeitgeber? Ist er daran interessiert, seinen Mitarbeitern neue Aufgaben, neue Tätigkeiten anzubieten? Und wie reagiert der Mitarbeiter? Ist er daran interessiert, sich auf Neues einzustellen, sich gegebenenfalls fortzubilden? Das ist eine ganz klare Einstellungsfrage. Empfinde ich Veränderungen als Bedrohung oder als Chance? Vielleicht kennen Sie Jack Ma. Er hat vor 20 Jahren die chinesische Handelsplattform Alibaba gegründet, ist heute Multimilliardär und hat letztes Jahr auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos dem Publikum seine Ratschläge mit auf den Weg gegeben, wie wir denn unsere Kinder auf eine Zukunft vorbereiten sollten. Und er nannte 5 Fähigkeiten, was wir ihnen beibringen sollten. Und zwar Werte, Überzeugung, unabhängiges Denken, Teamwork und Mitgefühl. Diese Fähigkeiten sollten wir fördern, weil uns das von den Maschinen unterscheidet. Je besser Individuen lernen, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen, zu kooperieren, desto gesünder
Und desto erfolgreicher wird diese Gemeinschaft sein. Also man könnte es auch ganz einfach sagen, sie profitieren davon, wenn sie gut miteinander können. Geben Sie beispielsweise, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, einfach so einem Radfahrer mal den Vortritt, die Vorfahrt, auch wenn Sie es gar nicht müssen an der Stelle. Der wird so überrascht sein und sich wundern und ihm so ein gutes Gefühl geben. Der ist jetzt positiv geladen und möchte diesen Dank irgendwie an die Welt loslassen, denn Sie sind ja schon weitergefahren und er auch. Und vielleicht wird er dann dem nächsten Fußgänger, dessen Weg er kreuzt, den Vortritt geben. Und vielleicht wird dieser Fußgänger, weil er dann auch positiv geladen ist, einfach mal nett zu der nächsten Kassiererin im Supermarkt sein. Einfach so. Wenn Sie Anregungen haben oder Fragen zu den erwähnten Studien, schicken Sie mir gerne eine Mail. Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen. Tschüss.